Hallo, meine Lieben. Es ist wieder Wochenende und damit Videozeit. Und diesmal beschäftige ich mich wieder mit einem Thema, was ich wieder unter der Rubrik Irrtümer im Reitsport laufen lassen werde. Und zwar das Ding mit dem Spülschwamm. Und wer nicht weiß, was der Spülschwamm ist, gut so. Ansonsten erkläre ich euch jetzt gleich, was davon zu halten. Wie ich eingangs sagte, ist heute das Thema das Ding mit den Spülschwämmen. Es wird immer wieder noch unterrichtet. Und zwar dieses: Du sollst dein Pferd an den äußeren Zügel reiten, deine äußere Hand bleibt ganz starr und in der inneren Hand drückst du Schwämme aus. Ja, gut. Ne, wir können uns das vorstellen mit den Spülschwämmen, was jetzt Sache ist. So, wenn das unterrichtet wird, wird aber eins meistens vergessen zu sagen. Wenn ich versuche, mein Pferd durchs Genick zu reiten, dann ist das ein aktiver Prozess aus einem aktiven Hinterbein, was unter den Schwerpunkt des Pferdes schwingt, den Rücken aufwölbt und dann in meiner Hand mündet. So. Jetzt frage ich mich, wenn ich mit der einen Hand halte und mit der anderen Hand, ach so, ich muss ja Schwämme machen, Schwämme ausdrücke, wie das jetzt in dieses System hineinpasst. Ich greife mal vorneweg, gar nicht. Es ist eins dieser Dinge, die mich zur Verzweiflung bringen, weil der Stuss wird leider immer noch unterrichtet. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich es anders umschreiben soll. Das ist sowas von Mumpitz und eine Zumutung für jedes Pferd. Punkt. Also mehr fällt mir da eigentlich gar nichts zu ein, weil das bedeutet, dass diejenigen, die unten stehen, das System Pferd auch nicht verstanden haben. Und das finde ich dann ganz gruselig, wenn die ihre Lehren verteilen. Ich kann den Spülschwamm in gewisser Weise als Bild mitnehmen, weil wenn ich die Hand öffne, um einen Schwamm zu bewegen, ja, dann bin ich ungefähr bei der Hilfe einer annehmenden und nachgebenden Zügelhilfe. Aber sie kommt ja immer nur in Verbindung mit einer halben Parade zusammen, also mit einer treibenden und einer Gewichtshilfe zusammen. So, jetzt frage ich mich, wenn unterrichtet wird, die äußere Hand steht wie ein Zinnsoldat starr und die innere Hand quetscht den Schwamm aus, wie ich in dieser Geschwindigkeit, wie die Schwämme gequetscht werden, Gewichts- und Schenkelhilfen geben soll. So, und spätestens jetzt wird klar, dass der Schwamm nicht das lösungswegbereitende Instrument sein wird. Der Schwamm ist als Beispiel, wie ich meine Hand zu schließen habe, wie ich mit der Hand beweglich bleibe, gar nicht so verkehrt. Aber immer wieder daran denken, mein innerer Schenkel ist der Schenkel, der am meisten arbeiten muss. Stell mir vor, ich reite mein Pferd auf dem Zirkel, mein Pferd geht noch nicht sicher in Anlehnung. Was muss mein innerer Schenkel in dem Moment machen? Der muss das innere Hinterbein aktivieren. Der muss das Pferd entlang der Längsachse biegen. Und der holt bei jedem Treiben den Rücken nach oben. Im Prinzip hebe ich mit dem Schenkel den Rücken des Pferdes auf, damit ich in das Aufwölben der Rückenmuskulatur und der dazugehörenden Wirbel komme. Mit meiner inneren Pobacke gebe ich
konsequent beim Einsetzen einer einseitig belastenden Gewichtshilfe. Mein äußerer Schenkel ist verwahrend. Je nach Situation greift das Pferd in der Hinterhand ein bisschen weiter weg, liegt er ein bisschen weiter hinten, fällt das Pferd mir eher mal aus der Schulter aus, dann muss der vorne etwas mehr korrigieren. Das heißt, an der Stelle bin ich gezwungen, dann aus einem verwahrenden Schenkel auch wiederum einen aktiven Schenkel zu machen. Das heißt, verwahren bedeutet ja nicht im Umkehrschluss gleichzeitig passiv. Verwahren bedeutet einfach nur, der ist jetzt nur zunächst mal inaktiv und liegt da, um bereit zu sein, um einzugreifen. So, was machen jetzt meine Hände an der Stelle? Ich stelle mein Pferd und ich habe meinen äußeren Zügel auch verwahrend stehen. Verwahren bedeutet hier elastisch im Handgelenk. Auf gar keinen Fall starr und auch auf gar keinen Fall rückwärts wirkend. So, jetzt muss das Pferd am inneren Zügel nachgeben. Das tut es ganz automatisch, wenn ich diesen minimal anstehen lasse und mit dem inneren Schenkel komme und gleichzeitig in die Gewichtshilfe gebe. Dann wird das Pferd über das aktive Hinterbein bemüht sein, sich am inneren Zügel abzustoßen. In dem Moment kann ich nachgeben. Aber dieses Annehmen und Nachgeben ist in der Kombination der Gewichtshilfe und der Schenkelhilfe. Und nicht allein stehen, irgendwas machen und außen starr dagegen halten. Das ist so ein bisschen falsch verstandene Reitlehre, weil alle dann immer denken, Kopf runter gleich Anlehnung. Und dann gehen die aufs Turnier, dann hebt das Pferd in jedem Übergang, was diese Spülschwenkungen nämlich nach sich ziehen. Die Pferde gehen dann die Übergänge nämlich nicht mehr über den Rücken und damit auch nicht mehr durchs Knick. So, dann gehen die alle aufs Turnier. Dann hebt sich das Pferd im Schritt und in den Übergängen von Galopp zu Trab und von Trab zu Galopp immer schön raus, weil es richtig satt gegen die Hand kommt, weil der Spülschwamm nichts mit der Aktivität des Hinterbeines hat, sondern ganz im Gegenteil, das Bemühen des Pferdes, während es versucht, den Rücken aufzuwölben, sogar zusätzlich noch behindert. So, und dann steht da immer, in dem Moment fangen die Pferde an, mit dem Kopf zu schlagen oder hebeln sich raus oder verkanten sich. Und dann steht unten drunter unsichere Anlehnung. Dann kommen die Kinder alle ganz enttäuscht nach Hause und sagen, wieso? Der hat doch die ganze Zeit den Kopf unten gehabt. Ja. Der Ding heißt aber in der Ausbildungsskala nicht Kopf unten, sondern Anlehnung. Und Anlehnung bleibt das Resultat des schwingenden Rückens aus einem aktiven Hinterbein und ein aus dem Widerrist heraus fallendem Maul. Das heißt, ich brauche dieses Muskelkorsett und das kann ich nicht von vorne anfangen beeinzuflussen, weil in dem Moment ist der Kopf unten, der Rücken ist aber nicht oben und die Hinterhand bleibt entweder auf der Stelle oder schwingt hinten raus. Ich muss aber doch die Pferde vor mir haben und ich reite die eher dann nach hinten weg, weil das Pferd versucht sich dann dem ganzen Driss zu entziehen. So, jetzt ist natürlich so die Frage, wie kam man denn da drauf? Naja, dann gucken wir uns mal ein bisschen in die Historie. Wenn ich mir meine alte Ausbildungsskala aus der Heeresvorschrift 32 mal vorziehe, da steht drin, das Pferd muss es lernen, am inneren Zügel nachzugeben, bevor es außen geführt werden kann und von dort aus versammelt zu werden. So, da haben wir was mit innerem Zügel und äußerem Zügel. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Unsere Ausbildungsskala sagt zwar, wie das alles aussehen soll, aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, wie man denn da hinkommt. Ne? Also da steht relativ wenig geschrieben. Das ist so ein Ding, was der Reiter immer so selber ein bisschen rausfummeln muss und sich am besten dabei einen qualifizierten Reitlehrer holt. So, und das Ding ist mit dieser Handarbeit, das Pferd gibt am inneren Zügel nach. Und zwar
Nicht, weil der Reiter an dem inneren Zügel zuppelt, sondern weil der Reiter das Pferd von hinten nach vorne in die Hand hineinreitet. Und meistens ist es eher so, dass der Reiter erstmal lernen muss, ein Gleichgewicht in beide Hände zu bekommen. Ich vergleiche das immer gerne mit Fahrradfahren. Na, ihr wisst ja, ich habe ja auch schon Videos zum Thema Fahrradfahren gemacht. Aber da ist das so ungefähr das Gleiche. So, jetzt stellt euch vor, ihr fahrt Fahrrad. La, 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 la. Ihr würdet niemals ein Hörnchen richtig festhalten und an dem anderen immer ruckeln. Jeder weiß, was passiert. Ich fange an, hier zu krampfen an dem äußeren Hörnchen und hier gehe ich mir schon selber auf den Wecker, wenn ich es zweimal gemacht habe. Was meint ihr, wie doll ihr euren Pferden auf den Wecker geht? Eigentlich nicht auf den Wecker, sondern eher aufs Zahnfleisch. Ja? Also weg diese Spülschwämme, weg, 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 weg. Ich will sie nicht sehen. Geht gar nicht. Ja, geht völlig in die falsche Richtung. Was kann ich stattdessen machen? Immer wieder sehen, dass ich mein Pferd von hinten nach vorne innerhalb von Übergängen über eine Treibenhilfe in die Hand hineinbekomme, dass ich anfange zu lernen, von hinten das Pferd in die Hand zu treiben und über die Gewichtshilfe abzuholen. Das klassische Reiten von halben Paraden. Ich umschließe mein Pferd mit einer aktiv treibenden Hilfe. In dem Moment kommt eine beidseitig belastende Gewichtshilfe. Das heißt, ich richte mich auf, ich stelle mir vor, ich presse ein bisschen die Pobacken zusammen, sodass meine Hüftknochen etwas nach außen gehen. Ich sitze tief im Pferd. Das Pferd geht mit den Hinterbeinen zum Schwerpunkt. Das Becken fängt diese Bewegung auf. Und in diesem Moment fängt das Pferd an, sich am Gebiss abzustoßen. Und wenn ich dann so ein bisschen den Zügel kurz stehen lasse, wird das Pferd anfangen, mir etwas mit Bremsen zu bieten. Und das kann ich nutzen. Entweder ich treibe dann weiter, dass ich sage, so komm, geh weiter im Trab, dass ich dieses Spiel der halben Paraden, dass ich treibe, ich verhalte, Pferd stößt sich am Gebiss ab, dass ich das immer so lange mache, bis das Pferd kapiert, okay, ich soll jetzt wohl immer wieder mehr mit meinem Kopf an die Hand rangehen. Und je nach Ausbildungsstand ist das erstmal zunächst ein bisschen tiefer, weil die jungen Pferde das mit der Balance noch nicht hinkriegen. Und je höher ich komme, desto mehr kann das Pferd sich auch setzen und damit dann auch immer weiter nach oben durchs Genick kommen, um damit sich auch gleichzeitig zu versammeln. Aber im Prinzip ist es das konsequente Reiten von Übergängen innerhalb einer Gangart und von Gangart zu Gangart. Ich sage immer, fangt mit Trabschritt an, weil das am einfachsten geht. Und dann reitet nicht so, ich trab, 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 ich reite einen Übergang zum Schritt, dann reite ich erstmal Schritt, dann lasse ich das Pferd auseinanderfallen, dann trabe ich wieder an. Nein, ihr setzt euch natürlich hin und dann, wenn ihr eine Runde auf dem Zirkel seid, mindestens drei Übergänge zum Schritt und immer wieder neu antraben und immer wieder neu beginnen. So lang, bis das Pferd entsprechend reagiert. Reagiert mein Pferd, wisst ihr, wenn es richtig reagiert, kurzes Loben, damit das Pferd damit eine positive Verknüpfung hat. Ne? Weil Pferde lernen halt so, ich mache Vorübungen, ich versuche über diese Übungen dem Pferd es begreiflich zu machen, was es zu tun hat. Und in dem Moment, wo mir das Pferd das Richtige anbietet, ein Lob, damit das Pferd weiß, aha, diese Hilfe muss ich also mit diesem Körpergefühl verknüpfen. Das ist wohl das, was mein Reiter von mir möchte. Das ist der richtige Weg. Und dann gilt es eben halt, sich auch jemanden an die Seite zu holen, der das auch entsprechend so reitet und auch konsequent korrigiert. Ja, also wie gesagt, ich habe meinen Reitschülern konsequent dieses Fummeln mit der Hand zunächst erstmal abgewöhnt, weil die wussten gar nicht, was die da alle taten. Die hingen so in den Pferden zum Teil drin, die Pferde nur noch so und da, ich kriege den ja nicht rund. Ja, halt doch mal die Finger still. Fang doch mal an zu treiben und jetzt stell's einfach deine Hand ruhig dahin.
Und dieses Hand ruhig hinstellen bedeutet nicht, dass ich da krampfhaft ruhig stehe, sondern ich habe eine gewisse Elastizität. Und dieses Spülschwamm, ja, dieses Drücken, was da eigentlich sein sollte, macht ja eh keinen. Die meisten machen ja den hier. Ja, das sind 10 Zentimeter. Das sind 10 Zentimeter Zügellänge. Ja, ganz gruselig. Überlegt mal, was euer Pferd da gerade aushält. So, wenn ich jetzt die Hände da so stehen habe und mein Pferd entsprechend in die Hand reinreite, sollte die Hand nicht stillstehen, sondern ich habe einen gewissen Grad an Elastik. Also wenn ich das jetzt mal so seitwärts sage, guck mal, ich habe hier die Hand, die ist beweglich, mein Ellenbogen geht so ein bisschen mit, also da ist auch Spiel drin. Und so kann ich diese Weichheit meiner Hand doch durchaus positiv unterstützen. Hier bin ich gespannt, hier habe ich Körperspannung, aber in dem Arm muss ich gucken, dass ich locker bleibe. Ich weiß, da sind wir wieder an der Stelle, wo wir uns als Menschen selbst da was auferlegt haben, was echt schwierig ist, weil der Mensch ist irgendwo immer noch in Neandertaler, psychologisch gesehen. So, in dem Moment, wo wir eine Faust machen, denkt unser Gehirn, die will gleich kämpfen. Und das ist relativ schwierig. Mache ich hier so, ne, offene Hände, dann bin ich in der Körpersprache nicht deutlich genug so. Das heißt, ich brauche hier die Aufrichtung, ich brauche die geschlossene Hand, um hier in dem Bereich stabil genug zu sein. Aber die geschlossene Faust darf nicht mental sich mit dem Kampf, den unser Gehirn in dem Moment ganz automatisch denkt, die Faust ist geballt und jetzt geht es in den Kampf, darf das gar nicht denken. Und das ist genau das große Problem an der Sache. Ich muss hier diese Spannung des Körpers halten, dafür brauche ich auch die Zügelfaust, ganz bewusst die Zügelfaust, aber ich muss trotzdem noch einen gewissen Grad an Beweglichkeit halten. So, was ich immer empfehle, ist, hier stabil, hier üben und dann sage ich immer, versucht mal hier so einen leichten taktilen Reiz euch zu geben. Ja, weil ihr seht schon, dann bewegt sich so ein bisschen die Hand mit, nicht übermäßig, aber in dem Moment, wo ich anfange, hier mit meinen Armen ein bisschen zu arbeiten, kann ich hier die Spannung halten. Ich habe den taktilen Reiz, immer wieder zu gucken, dass ich hier selber mich aufrichte und gerade bleibe, aber auf der anderen Seite auch die Gewähr, dass ich hier nicht zu starr werde. Ne? Und das ist auch ganz wichtig, dass die Hand konsequent elastisch bleibt. Ja, ich muss das Gefühl haben, ich habe so ein leichtes Terraband in der Hand. Meine Zügel wären das Terraband, an dem ich dann eine Verbindung habe. Ja, das ist so ein bisschen so der gespannte Zwirn. Der darf nicht reißen, der darf aber auch nicht durchhängen, sondern der muss ganz elastisch in der Bewegung des Pferdes bis zum gewissen Grade mitgehen. Und das ist das, was meine Hand eigentlich benötigt. Elastisch muss sie sein. Sie muss gefühlvoll sein, auch wenn sie in der Faust ist. Das heißt, ihr müsst hier im Prinzip noch diese Beweglichkeit haben. Na, auch immer ein schönes Bild ist, stellt euch vor, ihr strickt. Dann hättet ihr hier die Bewegung, ihr hättet rechts und links eure Werkstücke gut in der Hand, aber ihr habt immer noch die Sensibilität in der Hand, um Masche für Masche sauber zu sortieren, ohne dabei krampfig zu werden. Und genau in dieser Elastizität müsstet ihr auch die Zügel in dem Moment führen. Ja, wir haben ja eine Zügelführung. Wir haben ja nicht einen Zügelzug an der Stelle. Sonst hätten wir da ja auch schon andere Begrifflichkeiten gewählt. Na, und ihr merkt schon, das wird so ein bisschen diffizile Klamotte. Und das ist so ein bisschen etwas, womit ich jetzt mal aufräumen wollte, weil diese Nummer mit diesen Spülschwämmen, die geht mir echt gesagt auf den Keks. Die geht mir echt auf den Keks, weil das Problem ist, sie sterben irgendwie nicht aus. Irgendeiner hat es wieder irgendwann mal irgendwo gehört und verbreitet es weiter und man kriegt sie nicht tot.
Man kriegt sie einfach nicht tot. Ja, diese Bilder mit haltet ein Vögelchen in der Hand, die Köpfe sollen nicht zusammenklatschen, ihr sollt die Mommel nicht abdrehen, ihr sollt sie aber auch nicht fliegen lassen. Finde ich viel schöner. Ich sage immer, lasst die Ringfinger öffnen. Ne, Lüften der Ringfinger könnt ihr üben. Lüften der Ringfinger. Ja, ihr müsst nur gucken, dass ihr dabei euch in diese Aufrichtigkeit bringt und dann öffnet ihr die Ringfinger. Ihr seht schon, diese Übung, die ich hier mache, die ist schon super. Ja, damit kriegt ihr dann auch die Elastizität in die Hand hinein, ohne dass ihr hier anfangt zu wild zu arbeiten. Ja, ihr sollt hier beweglich sein, aber nicht zu beweglich, dass hier zu viel kommt. Ihr sollt nicht starr sein und die hier, diese ganzen Schwammnummern, die vergesst ihr mal. Die lasst ihr mal schön in der Küche und gebt euch da mit dem unhygienischen Kram ab. Ja? So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen heute. Ich habe ja so ein bisschen erklärt, auch wie man das Ganze so ein bisschen überschreiben kann und wie es eigentlich korrekt wäre. Und so gibt es auch den Weg, dass es für euer Pferd um Wesentliches leichter wird, euch zu verstehen. Die meisten Pferde verstehen das mit den Schwämmen sowieso nicht. Haben die mir alle gesagt, spätestens in einer Stunde und einer kommt und hört nicht auf. Spätestens dann sagen die einem das immer, wo man dann immer sagt, lass die Hände ruhig. Lass die Hände ruhig, treib mehr, bieg mehr über deinen Körper, dreh deine Schulter in die Bewegung und sieh zu, dass du das Hinterbein aktivierst und über den Schenkel den Rücken anhebst und denk immer nur dran, die Hand sind ungefähr nur 2% der gesamtreiterlichen Hilfe. Und dann überlegt mal, wie viel Prozent ihr so im Alltag in der Hand so einsetzt. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche bei den Pferden. Tschüss!